Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich weiß nicht, ob es die meisten von euch wissen. Ich ziehe um und im Moment ist hier Katastrophe. Darum kamen jetzt auch leider keine Videos. Ich bin einfach total busy. Ja, ich kann euch mal einen kurzen Einblick in unser Wohnzimmer geben. Wie ihr seht, ist einiges schon weg. Wir haben hier natürlich auch noch ein bisschen Chaos. Aber die ganze Wand hier ist schon leer. Wenn wir in mein Zimmer gehen, ist hier auch einiges schon weg. Ja, das sind jetzt Reflektionen von der Sonne. Wir haben da hinten noch Kisten, wir haben hier noch Sachen, die sortiert werden müssen. Es ist einfach unfassbar viel, was man so über die Jahre ansammelt. Ja, es ist total früh, es ist 7:30 Uhr. Ich bin auch noch ungeschminkt und alles. Ich gehe jetzt in die neue Wohnung, weil da wird heute Internet und Telefon freigeschalten und ja, der gute Techniker kommt zwischen 8 und 12. Es ist ein Traum, weil es gibt ja nicht Menschen, die arbeiten gehen müssen. Ja, wir gehen jetzt in die neue Wohnung und ich guck mal, vielleicht kann ich euch da auch ein bisschen was zeigen. So, wir sind jetzt in der neuen Wohnung. Ich habe das Gefühl, krank zu werden irgendwie. Wir haben gestrichen und haben angefangen, Sachen hierher zu bringen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich drehe mich einmal um. So, da ist die Küche. Das ist eben so offen zum Wohnzimmer hin. Da stehen jetzt noch diese ganzen Dinger. Wir haben ja, wie gesagt, gestrichen und da mussten wir alles auslegen. Mal gucken, vielleicht machen wir die Arbeitsfläche hier noch was länger. Da sind ein paar Kisten schon. Stühle, Kisten. Ja, und das ist dann das Wohnzimmer. Boden ist schön, ne? Was ich auch ganz cool finde, ist, dass wir hier so eine Fensterfront haben. Da steht jetzt noch viel Grams. Ach, guck mal, das habe ich übrigens bei Strauß gekauft. Ich fand das so süß. Ja. Hier ist noch ein Zimmer von meinem Freund, Arbeitszimmer quasi. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Da ist der Garten, da gehen wir natürlich auch gleich hin. Flur. Nein, er ist nicht gelb gestrichen. Das sieht jetzt nur so aus. Wegen dem Licht. Wir haben hier oben noch so einen Verschlag. Warte mal. Ich mach das mal auf. Wo ich so klein bin, ich schaff das. Ja, da kann man eben noch was reintun. Leider ist der Flur hier sehr schmal. Das heißt, wir können hier nicht wirklich was hintun. Aber das finde ich so süß. Da kann man dann seine Schlüssel reinhängen. Und ja, hier kann man eben im Flur noch irgendwie was hinmachen. Badezimmer ist wirklich sehr, sehr klein und sieht auch im Moment sehr chaotisch aus, weil wir da gestrichen haben. Da sind die Rollen und so noch. Hi! Ja, hier oben gibt es noch so ein Glasregal, ähnlich wie die hier drüben, und eine Dusche. Ja, das war das Badezimmer. Dann haben wir hier das Schlafzimmer. Ich mache mal Licht an. Ich weiß, es ist gerade stockdunkel, weil ich habe gedacht, mein Handy klingelt. Ich muss das, glaube ich, mal holen, weil der Techniker kommt zwischen 8 und 12 und es müsste jetzt schon 8 sein. Ja, es ist, glaube ich, gerade total verschwommen, aber was soll der Geiz? Ich hole jetzt mal mein Handy. So, und das ist das Schlafzimmer. Ich erzähle euch gleich, warum es hier so dunkel ist. Da stehen auch schon ein paar Sachen. Hier vom Malen noch ein bisschen was. Die Tür gehört in das Zimmer da ganz hinten. So, wir haben hier Rollläden, oder? Und dieses Teil, womit man den hoch und runter rollt, ist gerissen. Und dann ist der Rollladen runtergeknallt. Ja, wir müssen das unbedingt richten lassen, weil wir können hier nicht mal mehr lüften im Moment gescheit. Ja, aber ja, das ist das Schlafzimmer. Ach, warum ist das denn so unscharf? So. Ja, und jetzt gehe ich mit euch in den Garten. Da möchte ich jetzt aber vielleicht nicht sprechen. Ich weiß nicht, wer mir zuhört. Ich werde einfach mal mit euch da durchgehen. So, Ausgang beim Wohnzimmer.
einiges gemacht werden, wie ihr gesehen habt, glaube ich. Das Holz ist auch sehr morsch. Ja, ich würde das am liebsten alles austauschen. Moment, ich filme euch nochmal raus. Ich würde hier das ganze Holz gerne austauschen. Das ist nun sehr teuer. Darum weiß ich noch nicht. Von den Pflanzen her, ja, möchte ich eigentlich auch fast alles rausreißen. Dieses Gestrüpp hier, ich finde, unten sieht das so hässlich aus. Darum weiß ich auch nicht, ob ich das behalten möchte. Ja, dieser kleine Baum, den ich euch gezeigt habe, der kommt auf jeden Fall raus. Kann mal vom anderen Zimmer aus nochmal gucken. So. Ja, dieser Baum hier. Ja, mal gucken. Also da habe ich wirklich noch einiges zu tun. Vor allem mit Pflanzen dann im Frühling. Aber ja, ich freue mich drauf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Licht die ganze Zeit hier ist, wenn ich mich filme. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich drauf bin. Ich hoffe es zumindest. Ich wollte mir so einen kleinen Eindruck von der neuen Wohnung geben. Vielleicht mache ich ja nochmal eine kleine Tour, wenn alles drin ist. Ich hoffe, das kurze Video hat euch trotzdem gefallen. Es tut mir leid, dass ich so voll nicht am Start bin zurzeit. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ja, ich sage euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!